Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champ Zockt. Ihr seht schon, was wir heute spielen. Wir spielen Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, ich habe das mal kurz angetestet, weil gucken, wie das so ist. Ich werde aber meine Daten wieder löschen, ne? Weil das mir nicht so gefällt. Hat. Nee, aber ich habe das mal angetestet und ich habe mich dafür entschieden, eine Champ-Zock-Folge draus zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was ich noch zocken soll. Ein Champ-Zock ist mir, es gehen momentan die Ideen aus, aber deswegen nehme ich erstmal hier Pokémon Mystery Dungeon. Ist ein ganz lustiges Game. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir einfach Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Fangen wir an. Ja, dann sehen wir schon die erste Besonderheit des Spiels. Wir bestimmen quasi unser Pokémon, mit welchem wir herumlaufen. Also müssen wir die Frage, je nachdem wie wir die Fragen beantworten, kommt dann am Ende ein bestimmtes Pokémon raus. Was wir dann steuern werden. Fangen wir mal hier an. Du willst zum ersten Mal in deinem Leben Bungee Jumping ausprobieren. Nee, will ich nicht. Da du skeptisch bist, testest du das Seil zunächst mit einer Puppe. Das Seil reicht. Wirst du trotzdem springen? Nein! Bin doch nicht blöd! Eine Klassenarbeit steht an. Wie und wann bereitest du dich drauf vor? Gerne fleißig, letzte Minute, ich spiele lieber. ich mach das lieber in letzter Minute. ist mir egal. Gehen dir manchmal die Dinge aus, die du machen könntest? Ja, des Öfteren mal. Du entdeckst eine Schatztruhe. Öffnest du sie? Ja, sie sofort. Könnte eine Falle sein. Sie ist bestimmt leer. Ich bin da vorsichtig, sagen wir mal so. Es könnte eine Falle sein. Jemand nennt dich verrückt, aber lustig. Wie fühlst du dich? Mies. Glücklich. Ja. Verrückt. Ja. Cool. Im Straßengraben liegt ein Briefkasten. Eine Brieftasche. Und ich gebe sie der Polizei. Juhu. Nicht jemand? Vorsicht, dass ich jetzt antworte. Ich gehe zur Polizei. Ich bin nett. Ich gehe zur Polizei. Ich habe die Brieftasche gefunden. Ich ziehe natürlich noch das Geld raus und dann ist egal. Nee, Spaß alleine. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Und du bist am Strand. Wie fühlst du dich? Ich will nach Hause. Einfach großartig. Gibt es viele Dinge, die du unbedingt irgendwann mal machen möchtest? Gute Frage. Nächste Frage. Eher nicht. Ja, nicht. Was kommt? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Da muss ich mal kurz nachschauen. Wartet mal kurz. Nee, Spaß. Junge, natürlich. Du scheinst der schrullige... Was? Willst du mich beleidigen? Schrullige Typ zu sein. Man sieht dich als Exzentriker, der die Dinge auf seine Art in Angriff nimmt. Du lässt dir deine Art nicht nehmen, ne? Dein sorgloses Wesen macht dich attraktiv. Okay, aber du bist auch ein wenig kindisch. Du bist unbeständig und bereitest den Leuten um dich herum Probleme. So bin ich halt. Vielleicht sind sie über deine Unbeständigkeit sogar etwas verärgert. Kein Problem. Wenn du erkennst, wie selbstsüchtig du dich verhältst, kannst du ja ab sofort erst denken, dann handeln. Ein schrulliger Typ wie du sollte
Und Pokémon Mauzi sei, willst du mich verarschen? Kommen wir zum Abschluss. Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest. Zur Gruppe aus. Glumanda, Isasam, Shigi, Pikachu, Indivie, Granimani, Feuerriegel, Flemlier, Gekabor oder Hydropi. Ja, jetzt können wir hier einen Partner wählen, der uns quasi durch die Welt begleitet. Ich wähle hier mal Pikachu, weil Pikachu einfach Pikachu ist. Wie heißt dein Partner? Na, Pikachu! Mann! Geschafft! Du kannst nun kannst du die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Ja, ja. Jetzt bin ich in Mauzi. Da war ja im letzten Safe noch besser. Gekabor. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Punkt, Punkt. Entschuldige. Hallo? Bitte wach auf. Komm, mach endlich die Augen auf. What the fuck? Ich bin ein Mauzi. Ich glaub's immer noch nicht. Endlich. Endlich, nee, endlich bist du aufgewacht. Das ist großartig. Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Egal, ich bin Pikachu. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ich bin auch. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bitte? Du bist ein Mensch? Nein, das ist ein Mauzier. Verdammte Scheiße! Aber du siehst genau wie ein Mauzi aus. Wirklich? Fuck. What the fuck? Das stimmt! Ich bin ein Mauzi! Aber wie? Warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Wecker. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Name? Ja genau, ich heiße... Chan. Mein üblicher Name, wie ich überall heiße. Wenn ich... was für Internet mache, ha? Ist der Name Champ okay? Nein, soll ich ja nicht eingetippt haben, natürlich ist er okay. Oh, du heißt Champ? Ja, Mann! Nun, der Name klingt lustig! Toll. Mutz. Irgendjemand? Hilfe! Bitte! Hilfe! Oh, da ruft jemand! Ist da was passiert? Wie fürchterlich! Mein Raupi ist in einer Höhle gefallen! Mein armes Baby! Was? Eine riesige Erdspalte hat sich plötzlich geöffnet und mein Raupi ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Also ich mein... Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich von Pokémon angegriffen. Bitte? Wurde es angegriffen? Ja, hast du gerade gesagt. Von anderen Pokémon? Die sind wohl durch die Erdspalte sehr aufgebracht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, um es mit dem wilden Pokémon aufzunehmen. Was wird nur aus meinem Baby werden? Oh, was soll ich nur tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Ja, was? Begib dich zum Zielort, attackiere Gegner, indem du A drückst, durch Drücken von A, verhindere, dass einer deiner Partner kampfunfähig wird. Okay, also, dann fangen wir mal an. Das ist hier eine erste Ebene. Also, so etwa,
So in etwa wird das ganze Spiel ablaufen. Lasst mich mal. Und zwar ist es, sag ich mal, so ein kleiner, so was ähnliches wie so ein Dungeon. Crawler, wie nennt man das? Also man geht quasi durch Dungeons, sag ich jetzt mal. Und nur halt mit Pokémon. Heißt ja nicht umsonst Mystery Dungeon. Man geht durch Dungeons und macht irgendwelche Scheiße. Und wie ihr seht, wenn ich einen Schritt mache, machen alle anderen auch einen Schritt. Achtung, zack. Zack. So. Und was das bedeutet, weiß ich leider noch nicht wirklich. Es ist noch eher Attacken. Und zwar, ja, ich kann Attacken quasi einsetzen, indem ich sie quasi über dieses Menü, hier wähle. Das war gerade so. Das ist halt quasi eine Standardattacke, die jeder hat hier. Zack. Aber diese Attacken hier machen um einiges mehr Schaden. Zack. Seht ihr? 29 zum Beispiel. Pikachu erreicht Level 6, genau, man hat ja auch quasi noch Level-Ups, so wie halt wie so ein bisschen Rollenspielelemente, man Level up, lernt Pikachu lernt gerade Rundenschlag, seht ihr? Man lernt quasi ganz üblich immer die Pokémon leveln quasi ganz normal wie in jedem normalen Pokémon-Spiel. Und dann steigern sich irgendwelche die Werte natürlich, was man halt kennt, also als Normal-Pokémon. Und Lernattacken halt. Nur halt, man läuft halt mit den Pokémon durch irgendwelche Dungeons, ja. Ist ganz lustig so für zwischendurch mal, aber Poké ist die Währung. Also die Währung, von der Währung wusste ich nicht wirklich was. Ja, also, was gibt's noch? Nochmal Heuler mal. Angriff sinkt gleich. Zack. Ja, also, ja, was gibt's noch groß zu sagen? Man fängt mit Level 5 an. Das Pokémon, was man quasi bekommt, was man quasi zur Verfügung gestellt kriegt, was man, also quasi der Hauptcharakter, nenne ich jetzt mal grob, ist, sag ich mal, ich nenne es mal nicht zufällig, sondern hängt halt von den Antworten ab, die man quasi wählt. Beim letzten Serie habe ich zum Beispiel Gekabor gehabt, hier habe ich in dem Fall jetzt Maulzier. Das hängt dann halt von den Antworten irgendwie ab, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wie gesagt, je nachdem, was ihr antwortet, kommt dann halt was zustande. Da oben sind halt die, man ist zum Beispiel, also die Etage, das Level und die KP, also das Wichtigste halt. KP stecken 3, bla bla, ja, ja, okay. Halt das Übliche, halt wie so ein Pokémon-Game mit halt, indem man halt bis in den Pokémon rumläuft und quasi so eine Art Rollenspiel abläuft. Also, man kann sagen, es ist so ähnlich wie Chocobo's Dungeon. Ne? Was ich selber dann noch nicht spiele, aber ich habe das schon irgendwann mal gesehen. Aber sowas ähnliches ist das. Man hat quasi, man kriegt quasi eine Aufgabe, findet das und das. Und du gehst dann quasi hier mit deinem Mauzi, Gekabo und hast du nicht gesehen, wer alles halt gewählt wird. Gehst du dann halt durch die Dungeon, ne? Meistens noch mehrere Etagen, ne? Und machst dann halt das Übliche. Machst die ganze Zeit diese Sache hier. Zack. Zack. So. Oh, gibt eigentlich viel groß drüber zu erzählen, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich eine halbe Stunde voll kriegen soll hier. Ja, sie. Und da seht ihr schon, da ist der Weg. Da ist der Dungeon eigentlich schon durch, sagen wir mal. Da ist die erste Etage ja schon durch. Außer den Weg da drüben, der uns aber da wahrscheinlich nichts bringt, aber ich bin immer so jemand, der sagt, ja, wir geben mal alle Wege ab, vielleicht findet man da noch irgendwas. Ja. Also zwischendurch ist es eigentlich ein nettes Game, wenn man so will. Kann man zwischendurch mal spielen, aber naja, so richtig suchten, finde ich, kann man es nicht, weil es eher langweilig ist, sondern ist einfach nur ein bisschen, es ist grob gesagt immer dasselbe.
Die Dungeons haben zwar immer wieder verschiedene, sind zufällig zusammengesetzt, aber ansonsten ist eigentlich alles ganz grob dasselbe. Also, halt wie ein, naja, ein Pokémon-Game halt, wenn man will. Zack. Zack. Pikachu Level up, Level 7. Ja, wird stärker, man wird immer stärker, ist ja klar, es ist halt normal. Zack. Zwei Schadenspunkte. Gehen wir mal ein bisschen auf das Menü noch einmal. Warum soll ich euch die Dungeon noch weiter zeigen? Haben wir genug gesehen von Dungeon. Das ist ja im Prinzip dasselbe, die sehen halt auch ein bisschen anders aus. Jetzt sind die Beispiel jetzt. Hier ist zum Beispiel jetzt Anfang ein grün Level, dann haben wir vielleicht noch irgendwann eine Spalten, wo wir eine, die zum Beispiel, wo Boden-Pokémon kommen, also irgend sowas halt. Das Typische halt, also quasi verschiedene Ebenen gibt es quasi auch. Verschiedene Welten, Level. Aber die Dungeons sind grob immer dasselbe, sag ich jetzt mal. Man rennt rum, macht, erfüllt eine Aufgabe, naja. Gehen wir mal auf das Menü ein noch ein bisschen. Hier haben wir halt die Attacken. Das sehen wir auch gerade, wir sind ein Kleinhain. So, da unten stehen die Werte, die wichtig sind. Das KP von Pikachu und mir, also dein Pokémon. Unser Magen, weiß ich ja selber nicht, was das bedeutet. Das Wetter ist momentan klar. Und wir haben eine Zeit von 15 Minuten knapp gespielt. Oder um eigentlich 17 stehen, aber egal. Also bei mir, meine Anzeige. Das sind die Attacken. Die wählt man ja quasi aus. Kann sie fixieren, wissen wir, was das bedeutet. Frag mich, was das bedeutet. Ich weiß es selber nicht. Egal, so. Dann klickt man halt die Attacke an, die man will. Kann sich hier natürlich eine Info einholen lassen. Ja, in dem Fall, Heuler senkt den Angriff aller im Raum befindlichen Pokémon um 1. Kratzer ist quasi ein Angriff, der Schaden zufügt. Ja, ist klar. Das Übliche, hier haben wir Items, die wir momentan keine besitzen. Also Trank und hast du nicht gesehen, Paraheiler, alles was es so gibt. Hier können wir das Team überprüfen. Und dann glaube ich sogar... Nee, kann man nicht. Ich glaube, man kann nicht. Ja, hier kann man noch die genaue Statistik von Pikachu einsehen. Die genaue Statistik. Angriff 13, Verteidigung 13. Beziehungsweise Spezialangriff. Spezialverteidigung 13. Nächste Level 72. Ah, das Übliche halt. Ja. Obwohl, hier kann man... Stimmt, hier kann man noch durchschalten. Warte mal. Hier kann man noch durchschalten. Keine Statusveränderungen. Merkmal Elektro, hat Statik. Ja, das Übliche halt. Halt das Übliche, was man als aus normalen Pokémon kennt. Spielt jetzt Pikachu. Ja. Partnerareal, Energiewald. Draht, Retterteam. Hier bei Kleinheim. Ja, ist eine Maus, klar. Größe, 1 Stern. IQ 1 Stern, ne? Ja. Okay. Brauche ich nicht weiter reinzugehen. Ja, und hier anderes, das sind noch Einstellungen, Dungeon, also wahrscheinlich das Tempo, wahrscheinlich, wie es abläuft, ich weiß nicht. Was? Partner, Fern, Ego, Team. Bleiben wir lieber als Team. Da kann man hier noch quasi einstellen. Schlagsicht, Feldraster ein, aus. Da kann man noch einstellen. Oh, wie Fenster? Ja, das Fenster. Ja, genau, ich sehe gerade. Da ändert sich das Innere des Fensters. In dem Fall nur blaue. Egal, Standardeinstellung. Ja, gibt Speichern oder aufgeben. Kann man hier dann noch wählen. Kann man aufgeben, schnell speichern. Textprotokoll, also hier quasi was alles schön. Da unten lang gelaufen ist, taub sie erledigt. Und so weiter und so fort. Also was zuletzt alles geschehen ist, zum nochmal nachlesen. Allerdings verschwindet das dann in dieser Zeit, weil es ist dann, wird dann quasi, immer je mehr Textmaterial kommt, desto, ich sag mal, das schiebt sich nach und nach weg, sage ich jetzt mal. Das Textprotokoll, was hier oben steht, zu Taubsie erledigt, er verschwindet dann quasi, wenn unten ein neues, zeige ich gerade auf dem Bildschirm, das ist scheiße. Wenn nach Pikachu erhält 16 Erfahrungspunkte, was Neues kommt.
dann verschwindet oben das Taubsi erledigt. Also quasi, es rückt quasi immer nach. Hat quasi immer dasselbe. Hier kann man auch immer die Missionsziele einsehen, dass wir Raubi retten sollen. Das wissen wir aber auch so. Steuerung, also ich werde natürlich Raubi jetzt nicht wirklich retten, weil das ist Blödsinn. Ich wollte euch mal das Spiel ein bisschen näher bringen. Hier kann man nochmal die Steuerung einsehen, die Orientierung. Ah, die kann man gerade durchgehen. So. Steuerung, die Orientierung, laufe die Manual, um auszuweichen. Halte. La. Es ist auch sehr wichtig, die Blickrichtung aus dem Stand zu ändern. Drücke einfach nur R. Also quasi, man muss quasi vor dem Gegner. Also ist wichtig, dass man vor dem Gegner steht und dass man dann da. Das kann man nicht treffen. Und mit R kann man dies wahrscheinlich auch machen. Samen, also mal Erklärung, was Samen halt sind, aber das ist ja Blödsinn. Das kann man sich auch so denken. Samen kann man werfen. Wow. Eigentlich isst man sie. Aber sie wirken auch auf Gegner, wenn man sie damit bewirft. Wirft man Gegner mit Samen, die du lieber eigentlich essen möchtest, kannst du auch deinen Partner damit bewerfen. Ja, yeah. Gut. Attacken, normal, es gibt halt die Attacken, was für Attacken gibt, Reichweite, je nachdem, wie weit der wirkt im ganzen Raum zwei Felder. Und zwei Felder einen Gang. Okay. Reicht die Sicht? Ja, das ist alles. Wird quasi hier alles ganz genau erklärt, wie das zu funktionieren. Also man kann nichts falsch machen. Boden. Was? Nichts zu finden am Boden oder Camp. Ja. Ja, da ist eigentlich. Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Ja, ich habe eigentlich grob alles erklärt. Den Dungeon durchzumachen bringt irgendwie nichts. Ich werde noch hier ein bisschen was schnell machen. Die Etage werde ich noch durchmachen, weil ich nett bin, aber es bringt ja im Prinzip nicht wirklich was. Guckt euch das Spiel selber an, ne, und macht euch ein Bild von, ne, also meiner Meinung nach ist es für zwischendurch ganz nett, aber wirklich kein Titel, den man, ne, sag ich mal, Stunden zocken kann, sag ich mal. Also, naja, es sei denn, man steht auf so Dungeon Crawler Mist, da also durch Dungeons laufen und hast du nicht gesehen und wert nicht, naja, sind auch recht klein, die Dungeons eigentlich hier. Gut, man muss bedenken, es ist ein Game Boy Advance Spiel, aber. Ja. Es bringt einem auch einfach nichts. So, also dann beende ich hier die Champ Zock Folge wieder. Ich habe, glaube ich, alles im Groben und Ganzen erklärt. Naja, gibt eigentlich auch nicht viel zu groß zu erklären zu dem Spiel. Ist halt ein typisches Pokémon-Spiel, nur halt als Dungeon Runner heißt es. Mann, Dungeon Crawler, ich komme auf Dungeon Crawler. Dungeon Runner. Halt quasi durch Dungeon Runner quasi. Im Pokémon-Style quasi. Und ein, sag ich mal, durch die Antworten, bestimmter Pokémon. Und jetzt? War ich zu lange inaktiv? Deswegen geht's auf Pause. Ne, auf jeden Fall. Man kann quasi den, was ich scheiße finde, man kann seine Pokémon quasi nicht wählen, was man möchte. Es wird quasi durch die Antworten bestimmt, die man quasi am Anfang gibt. Bevor ich hier drei Nächte lang noch weiter labere und das die Folge strecke, sage ich hier, da hiermit endet die Folge und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Ich weiß es beim besten Willen noch nicht, wie es weitergeht. Ihr könnt mir, wie gesagt, Vorschläge immer noch schicken. Ich
Ich nehme bis Nintendo 64 Vorschläge an, alle, also bis Nintendo 64. Es gibt zwar noch genug Spiele, aber beim besten Willen, ich hab keinen Bock, alle wirklich auszutesten und zu suchten und so weiter und was weiß ich, und zu spielen. Ich hab letztens mal Hercules ausprobiert, naja. Nintendo 64. Aber egal. Ja, also das war's hier jetzt endlich. Ich laber viel zu viel, kann das sein. Nee, hier ist Schluss aus Champ Zock Folge vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Folge. Schickt mir Vorschläge. Fertig, aus. Ciao.